meine Neuzugänge vom April geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir wie immer mit den Büchern, die ihr schon kennt, und dann fangen wir auch gleich mit dem einen E-Book an, was bei mir im April eingezogen ist. Und zwar ist das dieses hier, Das Päckchen von Jacqueline Felgood. Ich habe dieses Buch auch schon gelesen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine ganz, ganz tolle, süße, romantische Liebesgeschichte. Und ja, wenn ihr auf solche Geschichten steht, solltet ihr euch Das Päckchen auf jeden Fall mal mit angucken. Dann ist noch ein zweites E-Book bei mir eingezogen, und zwar heißt das Unsäglich verliebt, Alaska wider Willen, und ist von Ellen McCoy. Ich werde dieses Buch jetzt im Mai mit der Sina zusammenlesen und dann werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie mir dieses Buch gefallen hat. Das waren die zwei E-Books, die bei mir eingezogen sind. Kommen wir jetzt zu den richtigen Büchern. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen und diese Baustellengeräusche da draußen sind nicht ganz so schlimm. Nervig. Einfach nur nervig. Bei mir eingezogen diesen Monat, was ihr schon kennt, ist Manche Tage muss man einfach zuckern von Tamara Mataya. Das ist eine ganz, ganz süße Liebesgeschichte. Und dann ist noch eingezogen Magonia von Maria D. Hadley. Das ist eine Urban Fantasy Jugendbuchgeschichte. Und ja, auch die war ganz cool, aber war nicht so ganz mein Fall. Dann ist bei mir eingezogen Auf immer gejagt von Erin Summerhill. Das ist eine High Fantasy Geschichte, wenn ich mich jetzt nicht komplett täuschen sollte. Und hier geht es um Verrat und Liebe. Und ja, ich freue mich schon sehr, dieses Buch zu lesen. Auch hier werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie es mir gefallen hat. Ich freue mich schon so. Dann ist bei mir eingezogen Secret Fire von C.J. Doherty. Das ist ja die Autorin der Night School-Reihe. Von Night School habe ich die ersten drei Bände auch noch hier rumstehen. Die muss ich auch mal noch mitlesen. Auf jeden Fall, ja, Secret Fire. Hier geht es um Schicksal, einen Fluch und die Zeit ist dein größter Feind. Ich vermute mal, es ist eine Urban Fantasy Geschichte. Ich habe mir den Klappentext irgendwann mal durchgelesen und fand das ganz cool. Und ich habe auch nur Gutes über dieses Buch gehört. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird. Dann habe ich mir diesen Monat noch gekauft Götterfunke von Mara Wolf. Das ist der erste Teil, Liebe mich nicht. Und ich muss sagen, ich fand, die Geschichte hat sich ultra cool angehört. Und dieses Buch fasst sich so geil an. Also dieser Schutzumschlag ist so, oh, so ein haptischer Mensch, wie ich das wieder bin, ne? Ich liebe es. Oh, es fässt sich so toll an. Ansonsten finde ich das Cover ja ganz nett, aber es fässt sich so toll an. Und allein, weil es sich so toll anfasst, musste ich es kaufen. Und das ist eine Geschichte, wo es um Götter geht und halt eine Liebe, die nicht sein darf. Und ein Fluch, der gelöst werden muss. Und ja, ich finde, das klingt ganz, ganz toll und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ah! Dann habe ich mir gekauft Der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni. Dieses Buch habe ich ja sehnsüchtig erwartet und ich habe es auch schon gelesen. Ich habe es gestern beendet und oh, es ist eine so, 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 so tolle Geschichte. Das kann ich euch schon sagen. Ich liebe dieses Buch. Es ist eine ganz, ganz tolle New-Adult-Geschichte und jeder, der so College-Geschichten à la Cora Carmack mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mit angucken. Ich finde es ganz, ganz toll und ja, später mehr dazu. Aber es ist toll, ich habe es schon gelesen. Noch bei mir eingezogen die Woche Scorched von Jennifer Armentrout. Das ist der zweite Teil zu Fridged. Hier geht es um die zwei besten Freunde von dem Pärchen im ersten Teil. Und ich habe gestern Abend angefangen zu lesen, da bin ich aber noch nicht sehr, sehr weit. Ich habe die ersten 10, 15 Seiten habe ich gestern noch geschafft. Und ja, das lese ich auf jeden Fall aktuell und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Bin gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Das nächste Buch, was bei mir eingezogen ist, hatte ich in meinem Neuerscheinungsvideo schon erwähnt. Und zwar den ersten Teil der Wellington-Saga Versuchung von Nacho Figueras. Ich finde, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich finde es ziemlich schwierig. Und in diesem Buch geht es um eine Tierärztin, die ihren besten Freund zu einem Polospiel begleitet. Und dort trifft diese besagte Tierärztin auf einen Typen. Und er ist Polospieler und er ist ganz toll. Und ja, mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Ich bin gespannt, wie mir dieses Buch gefällt und werde euch auf jeden Fall demnächst berichten. Dann habe ich noch ein Buch von meiner Arbeitskollegin geschenkt bekommen und zwar von Cressley Cole, Game Maker, den zweiten Band. Meister des Spiels. Ich hatte ja letztes Jahr von der Niki den ersten bekommen und der war ja nicht wirklich mein Fall. So russische Mafia und dann diese Liebesszenen alle drei Seiten und diese Sexclub-Szenen, das war nicht meins und sie meint, ich soll dem zweiten Teil auf jeden Fall noch eine Chance geben. Er wäre wieder viel, viel besser und deswegen freue ich mich, dass meine Arbeitskollegin den an mich abgetreten hat und ich den dann mal irgendwie mitlesen kann. Ich habe noch ein Buch gekauft, was schon ewig auf meinem Wunschzettel steht und ich dachte so, komm jetzt, nimm den Scheiß einfach mit, ich will es lesen und ich bin gespannt, wie es ist. Und zwar ist das der erste Teil von der Hard-Reihe, das ist Hardwired verführt. Und in diesem Buch geht es ja um Erica und Blake und er ist, glaube ich, Selfmade-Millionär und hat eine Computerfirma und sie will irgendwie ein Projekt auf die Beine stellen und sucht noch einen Investor und dann treffen die beiden aufeinander und ganz viel krasser Scheiß und so. Und dieses Buch reflektiert aber auch wie Sau, ne? Guck mal, ihr seht meine Schrankwand. Wenn ihr da so guckt. Lustig. Und da bin ich. Hahaha, ich sehe mich selbst. Es ist ein guter Spiegel, dieses Buch.
ne? Ja, auch hier werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie mir dieses Buch gefallen hat. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Da kommt ja jetzt der letzte Teil raus. Deswegen musste ich mir jetzt mal den ersten kaufen. Dann kann ich nämlich alle durchweg lesen. Und damit wären wir bei den letzten beiden Büchern, die erst gestern bei mir eingezogen sind. Und zwar habe ich die von meinem Schatzi geschenkt bekommen. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und zwar einmal Karma Girl von Jennifer Istep. Das ist der erste Teil der neuen Big Time-Reihe. Und ich freue mich so. Auch wenn ich den fünften und sechsten Teil der Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Istep auch noch mitlesen müsste. Aber ich freue mich jetzt auf Karma Girl und ja. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass mein Schatzi da nicht gedacht hat. Und das letzte Buch, was ich von meinem Schatzi bekommen habe, ist dieses hier, Die wahre Königin von Sophie Jordan. Das ist der erste Teil der Königreich der Schattenreihe. Und ich fand ja Infernale vom Schreibstil her von Sophie Jordan echt mega cool. Und ich fand ja auch den zweiten Teil, wenn man den, wie gesagt, als separate Liebesgeschichte betrachtet, auch immer noch sehr, sehr cool. Auch wenn ich finde, dass der so von diesem dystopischen Ansatz nicht mehr wirklich irgendwas hatte. Aber egal, ich mochte den Schreibstil von Sophie Jordan auf jeden Fall total gerne. Und deswegen freue ich mich, dass ich die wahre Königin jetzt habe und mitlesen kann. Und wie gesagt, es ist eine High-Fantasy-Geschichte und es geht um Luna. Und Luna ist eine Prinzessin, die alle für tot halten und sie muss sich verstecken, damit sie nicht umgebracht wird. Und dann trifft sie auf den Waldläufer Fowler. Und er erfüllt ihre dunkle Welt mit Licht. Oh, ist das nicht schön? Oh. Liebesgeschichte. Oh, I like. Ich freue mich. Das waren meine Neuzugänge vom April. Es ist wieder etwas eskaliert, ne? Es waren insgesamt 16 Bücher mit den E-Books, die bei mir eingezogen sind. Und ja, ich kann es aber auch einfach nicht lassen, Bücher zu kaufen. Verdammte Scheiße. Mein Sub ist, glaube ich, jetzt wieder dreistellig. Aber ich werde lesen. Ich werde sehr, sehr viel lesen und ich werde diesen Sub irgendwann besiegen. Irgendwann in meinem Leben. Wenn ich vielleicht 80 bin oder so. Naja, lassen wir das. Das soll es von meinen Neuzugängen erstmal gewesen sein. Wenn ihr eins von diesen Büchern gelesen habt oder noch andere Vorschläge für mich habt, was ich lesen könnte, schreibt mir alles gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.